Hier ist der Workers Cast mit den Themen Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und modernes Handwerk. Spannende Handwerksunternehmer, versierte Experten und ich, Jörg Musler. Los geht's! Hallo zusammen, ich grüße euch, hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast und heute haben wir ein rein fränkisches Interview von Memberich nach Rostal. So, für alle, die das nicht verstanden haben, ein rein fränkisches Interview von Nürnberg nach Rostal. Das ist ein wunderschöner Ort am Rande von Nürnberg und da kommt mein heutiger Interviewpartner her, der Albert Bachmann. Albert, hallo, ich grüße dich. Hallo Jörg, guten Morgen. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass du da bist, weil wir ein sehr spannendes Thema haben, das Thema Telefonieren und wie man das für sich in den unterschiedlichsten Varianten gut nutzen kann. Und bevor wir aufs Thema eingehen, Albert, sag uns mal ganz kurz für alle, die dich nicht kennen, wer ist denn Albert Bachmann? Also Albert Bachmann ist in seiner Basis Friseurmeister. Ich habe vor langer Zeit den Beruf des Friseurs gelernt, habe mich dann selbstständig gemacht, habe den Salon von meinen Eltern übernommen, war die dritte Generation. Meine Eltern waren Einzelkämpfer, haben zu zweit gearbeitet. Ich habe das dann hochskaliert auf 17 Mitarbeiter, habe das Unternehmen dann 32 Jahre geführt und habe es vor 5 Jahren dann abgegeben an einen ehemaligen Lehrling von mir. Der führt es jetzt weiter und ich bin jetzt überwiegend in der Seminarbranche tätig. Habe aber eben 32 Jahre aktiv am Stuhl gestanden und bin heute noch für 2 Tage für meine Kunden im Salon und schneide ihm noch ein bisschen Haare, um an der Basis zu sein, um ihm immer zu wissen, was erzählst du da draußen, und bin aber jetzt überwiegend im Seminarbereich tätig. Okay, und du hast dich sehr stark auf dieses Thema Telefonieren spezialisiert, weil du gemerkt hast, wenn wir gerade jetzt auch bei euch im Salon gut telefonieren, wenn wir da eine gute Technik haben, wenn wir die Probleme, die wir haben, erkennen, wenn wir die Probleme der Kunden erkennen und darauf eingehen, dann ist das für unser Geschäft von sehr, sehr großem Vorteil. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Lass uns zuallererst über das Thema Terminvereinbarung sprechen. Da sagen jetzt viele, naja, was ist da jetzt so schwierig dran? Na, wir gucken mal in den Kalender und schauen. Mhm. Aber wenn man etwas genauer darüber nachdenkt, lassen sich Probleme identifizieren, die man mit deinen Techniken lösen kann. Ganz Gib genau. Gib uns da einfach mal deine Einschätzung dazu und dann unbedingt super gerne deine Tipps. So, also ich habe da kürzlich ein YouTube-Video dazu veröffentlicht, die 2 schlimmsten Fragen am Telefon. Und die schlimmste Frage, sie ist natürlich begründet durch diese Überzeugung, der Kunde ist König. Und wenn du denkst, der Kunde ist König, dann kommt immer diese Frage, wann möchten sie denn? Und immer wenn du deinen Kunden fragst, wann möchtest du deinen Termin haben, dann kommt zu 80%, und das habe ich wirklich analysiert, irgendwas, was bei mir nicht klappt. Entweder sagt der Kunde sofort, er sagt am Freitagnachmittag, er sagt am Samstag, er hat irgendeinen Terminwunsch, der bei mir nicht geht. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, einfach irgendwann zu sagen, wir schreiben das Wann-Verbot aus, wir fragen nicht mehr, wann der Kunde möchte, sondern wir verkaufen unsere Termine. Wir gehen weg vom Kundenwunsch-Terminaufschreiber hin zum Terminverkäufer. Und da habe ich unterdessen ein System entwickelt, wenn ich so im Seminar stehe und sage, das Wann möchte ich, oder mein Ziel für das Seminar, Ihnen das Wann aus Ihrem Wortschatz zu streichen. Die Frage, wann möchten Sie kommen, wann passt es Ihnen, die darf heute Abend um 17, 18 Uhr nicht mehr existieren. Und dann sehe ich manchmal Gesichter, die schauen mich an und denken dann, was soll man denn dann sagen? Ich habe natürlich viele Lösungen dabei und sie merken am Abend, es geht ohne wunderbar und du kannst den Kunden an die Hand nehmen und dahin führen, wo du eine Terminlücke hast. Und das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Also das Problem ist im Endeffekt, also ich meine, das haben wir jetzt bei euch im Salon oder Praxisgeschäft, ist es noch mal schlimmer, sage ich jetzt mal, ne, weil wenn jetzt die Friseure, was weiß ich, am
Dienstag, wenn da die guten Tage bei euch sind, rödeln wie verrückt, weil alle übers Wochenende sich gedacht haben, Mensch, wir müssen uns mal wieder die Haare schneiden lassen. Und am Mittwoch stehen dann alle rum. Ja, so, das ist wahrscheinlich ein Problem. Das andere Problem, wenn ich jetzt mal auf Handwerksberufe wie Dachdecker, Schreiner, Maurer oder sowas eingehe, dass halt dann auch alle irgendwie gleichzeitig wollen oder ich nie wirklich Zeit habe, dann auch mal im Büro sinnvoll zu arbeiten, weil meine Termine alle kreuz und quer liegen, weil der Kunde im Endeffekt die Entscheidung für mich trifft. Ganz genau. Lass uns doch mal ein kurzes Spielchen machen. Ich rufe jetzt dich an und möchte einen Termin. Und du reagierst dann und stellst mir die Frage, die du da jetzt empfehlen würdest. Also ich bin der Friseur und du bist der Kunde, der sich gern die Haare schneiden lassen möchte. Genau, ja. So machen wir das. Okay, machen wir einfach mal. Den Klingelton sparen wir uns jetzt einfach mal und dann fängst du mit der Begrüßung an. Herzlich willkommen bei Intercoiffeur Bachmann. Ich bin Albert Bachmann. Schön, dass Sie bei uns anrufen. Hier ist Jörg Mosler, hallo, grüß Sie. Ich bräuchte ganz dringend einen Termin zum Haareschneiden. Jawohl, bleibt's denn beim Haarschneiden? Da kommt noch eine Farbauffrischung dazu? Oh, die brauche ich, glaube ich, nicht. Okay, bleibt beim Haarschnitt. Gut. Wie spontan sind Sie denn, Herr Mosler? Relativ spontan, relativ spontan. Ja, aber ich habe es nämlich eilig. Der nächste freie Termin, den ich hier anbieten kann, ist morgen früh um 9. Ja, der passt mir jetzt dann leider doch nicht. Okay. Mal so generell gefragt, passt sie denn am Ende oder lieber am Anfang der Woche? Am Anfang jetzt dann. Wir haben ja heute Montag, also wenn es dann am Dienstag passen würde, wäre super. Okay, Nachmittag oder gleich am Vormittag? Vormittag, da habe ich jetzt zwei schöne Termine für Sie. Entweder um 10 oder wir starten gleich um 8 und haben es den ganzen Tag noch vor sich. Nehme ich 8 Uhr, das ist perfekt. Okay, dann bestätige ich Ihnen den Termin am Dienstag um 8 Uhr zum Haare schneiden. Soll vielleicht eine schöne Kopfmassage dazu kommen, dass Sie für den Tag über fit sind? Ja, das klingt okay, super. Okay, dann machen wir die Kopfmassage dazu. Und ich freue mich, wenn wir uns am Dienstag um 8 Uhr, sagen Sie mir doch noch Ihre Telefonnummer, wenn sich bei uns was verschieben sollte, dass wir Sie erreichen können, Herr Mosler. Dann sind wir auf das. So, dann machen wir jetzt Pieps drauf. Sehr cool. Dann machen wir dich im Podcast. Aber alles klar, gut. Ja. Also das ist die 4321670. Gut, herzlichen Dank. Dann freue ich mich, wenn wir uns nächsten Dienstag um 8 Uhr pünktlich bei uns sehen. Bis dann, schönen Tag noch. Servus. Danke Ihnen, tschüss. Ciao. So, sehr cool. Also, wenn du jetzt Auto fährst, nimm nicht die Hände vom Lenkrad, um zu klatschen, weil das so genial war, wie Albert das gemacht hat. Wir gehen jetzt darauf ein. Wer sich mit Verkaufen ein bisschen auskennt, der hat gemerkt, dass Albert sehr viel mit Alternativfragen gearbeitet hat. Er ist auch sofort ins Upselling, ins Cross-Selling reingegangen und da gehen wir jetzt auch rein. Erklär uns einfach mal, welche Strategie steht jetzt dahinter? Was hast du mit mir gemacht? Und wie kann das jeder für sich auch anwenden in seinem Unternehmen? Also es ist natürlich wichtig, einen Gesprächsleitfaden zu haben. Und der Gesprächsleitfaden beginnt immer mit dem Was. Was hätte der Kunde, also der Kundenwunsch? Und du hast gesagt, einen Haarschnitt und hast mir das Signal gesendet, ich bring dir 30 Euro vorbei. Ich habe jetzt versucht, über das Upsell, über die Farbe, die ich angeboten habe, aus den 30 Euro 60 Euro zu machen. Hat nicht funktioniert, hast du abgelehnt. Okay, die 30 Euro standen im Raum. Und dann habe ich dir als erstes ein Terminangebot gemacht. Der nächst frühe Termin, der nächstmögliche Termin. Die nächste Lücke, die ich habe, habe ich versucht wegzubringen. Dann hast du gesagt, nee, so spontan bist du nicht. Dann habe ich dich an der Hand genommen und habe dich gefragt, habe meinen Kalender von hinten nach vorne und von unten nach oben gelesen. Denn das Ende der Woche, der Nachmittag, ist immer gut bestückt. Und wo wir Lücken im Kalender haben, ist vormittags am Anfang der Woche. Als habe ich dich gefragt, ob es dir generell am Ende oder lieber mit einem positiven Verstärker diese Alternativfrage noch aufgemotzt oder lieber am Anfang der Woche passt. Dann hast du gesagt, Anfang der Woche, so am Dienstag wäre gut. Dann habe ich gefragt, am Nachmittag oder lieber gleich am Vormittag. Dann hast du dich für den Vormittag entschieden. Und dann habe ich dir zwei schöne Termine angeboten. Denn wenn ich sagen würde, um 9, dann fängst du zu 80% zum Diskutieren an, bisschen später, bisschen früher. Ich habe dir zwei Termine angeboten. Ich habe zwei schöne Termine für Sie um 10 oder lieber gleich um 8, wieder der positive Verstärker.
und dann noch einen Zusatznutzen hinterher um 8, dann hast du gleich den Tag oder dann hast du den Tag vor dir und hast dich für den 8 Uhr Termin entschieden. Ich habe dann den Termin bestätigt und bin noch in der Crosse eingestiegen, die Kopfmassage, die hast du dann wahrgenommen, hast du angenommen. Ich habe dann den Termin bestätigt, habe noch die Telefonnummer abgefragt, falls sich was verschieben sollte, dass wir dich erreichen können. Habe den Termin bestätigt, habe mich verabschiedet und positive Wünsche für die Woche hinterher geschickt. Sehr gut. Und das ist im Endeffekt der Gesprächsleitfaden, den ich abgearbeitet habe. Lass uns mal auf dieses Thema Alternativfrage eingehen. Nach meinem Wissensstand ist es so, dass sich die meisten dann immer für die Alternative 2 entscheiden. Ist das richtig? Genau. Zu 80% kommt immer das, was zuletzt kommt. Und mit dem positiven Verstärker oder lieber bekommt die Stimme noch einen anderen Klang. Und ja, natürlich willst du oder lieber das. Wenn du jetzt am Vormittag natürlich arbeiten musst, wirst du dich schon für den Nachmittag entscheiden. Dann käme oder wäre die Frage gekommen, wann beginnt der Nachmittag für Sie? Und dann bin ich schon wieder im Spiel und kann da 2 schöne Termine anbieten. Also die Alternativfrage ist wirklich das A und O. Und zu 80% kommt immer das zuletzt genannte. Okay, also das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Diese Alternativfrage, das ist extrem wichtig, damit wir den Kunden führen und zu dem Ergebnis kommen, das wir im Endeffekt wollen. Jetzt, wenn jemand sagt, na, das ist alles gut und schön, aber ich habe ja jetzt nicht dieses Ladengeschäft, sondern bei mir geht's darum, eine Terminvereinbarung zu machen für einen Vor-Ort-Termin. Gibt's da noch spezielle Dinge, die du empfehlen würdest? Was gibt's da für Probleme? Wie würdest du da vorgehen? Was gibt's da noch für spezielle Dinge, auf die man achten sollte? Tja, also das größte Problem ist so die eigene Denke. Und ich unterhalte mich, wenn ich einen Handwerker zum Haarschneiden habe, unterhalte mich da schon über mein Seminarthema und dann sagen die, ja, wir arbeiten die ganze Woche und am Wochenende müssen wir unsere Besprechungstermine machen. Und ich sage dann, du bist ja selber schuld. Dann sagen die, wieso bin ich selber schuld? Und meine Antwort ist, weil du die so anbietest, dass der Kunde sich nur für das Wochenende entscheiden kann. Und wir machen dann immer so Spielchen, sag ich, biete mir mal einen Termin an. Und dann sagt er, ja, wann passt es dir, um 4 oder um 5? Dann sage ich, um 5. Dann sagt er, Sixt, du nimmst auch den späten Termin. Sag ich, ja, weil du ihn mir so angeboten hast. Also wenn du von hinten nach vorne denkst, vom Wochenende zum Wochenanfang, wenn du erst den 17 Uhr Termin, dann den 16 oder 15 Uhr Termin anbietest, dann hat der Kunde die Chance, sich für andere Sachen zu entscheiden. Und im Prinzip trifft hier das Gleiche zu. Du entscheidest, was der Kunde entscheiden darf. So wie du das anbietest, du legst dir 2 Alternativen auf Silbertablett und das eine wird durch das oder lieber noch etwas positiver gemacht und zu 80% entscheidet sich das Gegenüber dafür. Also wenn auch die Handwerker lernen, ihren Terminplan anders zu lesen und ihre Termine anders anzubieten, werden sich auch ihre Besprechungstermine verändern. Okay, also ich glaube, das ist wirklich universal gültig und diese Formulierung, die, ja, ihr könnt euch das ja immer wieder anhören, ne? Wir haben es ja jetzt auf Band, mit diesem oder lieber, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Jetzt habe ich 2 Fragen noch dazu, technischer Art, also in welcher Art und Weise hast du deinen Terminkalender im Blick? Was empfiehlst du da? Weil wenn du so schnell am Telefon reagieren willst oder möchtest, musst du natürlich auch sehr schnell sehen können, wie sind meine freien Termine, was kann ich anbieten, was passt am besten, wie löst ihr das technisch, was gibt's da für Empfehlungen, je nachdem, wie jemand mit seinem Terminsystem arbeitet? Also wir arbeiten mit einem digitalen Terminkalender. Seit knapp 10 Jahren, ich glaube 9 Jahre, haben wir einen digitalen Terminkalender. Der hat dann ein Vorschlagswesen, wenn du sagst, welche Dienstleistungen sollen gebucht werden und zu welchen Mitarbeiter, und dann kriegst du sofort die Vorschläge. Das ist das eine. Das andere, du musst einfach die Zeiten, die du verkaufen willst, in deinem Kalender markieren. Es gibt ja gewisse Zeiten, die sich gut verkaufen, und es gibt gewisse Zeiten, die sind schlecht verkäuflich. Und wenn die markiert sind, dass der Blick da drauf geht, ob das jetzt ein Papierkalender ist oder ob das farbig hinterlegt in deinem PC ist, das ist ja egal.
Du musst auf einen Blick drauf gehen und sagen, hey, das sind die nächstfreien Termine. Und ich habe am Anfang, als wir noch mit Papier gearbeitet haben, ich habe dann wirklich immer einen Pfeil von der Mittagspause zum Arbeitsbeginn und vom Feierabend zur Mittagspause hingemacht, sodass wir den Kalender von unten nach oben lesen, dass zuerst die frühen Termine verkauft werden. Da habe ich ganz einfach gearbeitet, wirklich einen roten Strich, dass man sofort sieht, Blickrichtung muss nach oben gehen. Denn normalerweise liest du ja von oben nach unten. Mhm. Passt sie um 8 oder um 9? Und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du um 8, wenn du die Arbeit losgeht und hast um 8 nichts zu tun. Das ist Käse. Ja, verstehe. Den Umsatz, den du morgens nicht magst, den fährst du den ganzen Tag nicht mehr ein. Ja. Okay, also das ist dann im Endeffekt die Empfehlung, wirklich für alle im Kalender ganz genau zu markieren. Okay, die Termine würde ich ganz gerne als erstes weghaben, vielleicht, was weiß ich, auch unterschiedliche Farben nehmen, wenn das noch ein Papierkalender ist, sodass man schnell auch auf den Kunden reagieren kann, damit man diese Alternativfragen auch so flüssig rauskriegt, ne? Weil wenn das so abgehackt ist und man erst durch 18 Seiten durchblättern muss, bis man die Alternative nennt, dann wird's auch ein bisschen hakelig. Okay. Ja. Und die weitere technische Frage dazu ist, wie würdest du jetzt einen einfachen Telefonleitfaden für jemanden aufstellen, der jetzt sagt, ah, das hat mir jetzt ganz gut gefallen, was der Albert da gesagt hat. Wie sieht das aus? Nehme ich mir ein A4-Blatt quer und mache mir dann mit Pfeilen meine Alternativen, meine Formulierungen? Formuliere ich das aus? Lerne ich das auswendig? Was sind da deine Tipps? Also mein Gesprächsleitfaden ist eine DIN A4-Seite und es gibt nur eins, du kannst nur mit Stichwörtern arbeiten. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist dir einen ausformulierten Leitfaden haben, denn wenn der Kunde einmal anders antwortet, weißt du nicht mehr, was du sagen sollst. Und bei mir steht oben was und dahinter Upsell. Also was heißt so viel wie, was machen wir Schönes, was hätten Sie gern, zu was möchten Sie sich anmelden? Und Upsell, da ist dann die Frage hinterlegt, bleibt es bei dem Haarschnitt oder kommt was dazu? Kommt eine Farbe dazu, kommt eine Bartpflege dazu, kommt eine Kopfmassage dazu? Das ist das, was man halt trainieren muss. Aber am Gesprächsleitfaden steht wirklich nur was und Zusatzdienstleistung. Und da muss dann jeder wissen, was damit gemeint ist. Als nächstes ist dann das Wer, bei wem ist der Kunde immer? Da muss herauszufinden, Stammkunde, Neukunde. Als nächstes kommt das Angebot, der nächstfreie Termin. Da wird nur ein Termin genannt. Und wenn dann der Kunde Nein sagt, dann steht drunter Ende-Anfang. Heißt so viel wie Ende oder lieber am Anfang der Woche. Drunter steht Nachmittag-Vormittag und dann steht Alternativtermine drunter. Und Alternativtermine heißt immer, ich habe zwei schöne Termine für Sie. Um 10 oder lieber gleich um 9. Ja. Und dann drunter heißt Termin, das ist dann, der Termin wird dann fix gemacht, der Kunde entscheidet sich für einen, dann Termin und dann die Bestätigung, Tag, Datum, Uhrzeit, Dienstleistung, Mitarbeiter und dahinter steht Cross-Sell. Kann ich noch irgendwas oben drauf setzen? Und dann heißt es unten drunter noch Telefonnummer und dann danke für den Anruf, Verabschiedung, positive Wünsche. Das ist der Gesprächsleitfaden. Mhm. Okay. Sieht er aus. Von oben nach unten ist dann in einem Trichter gemalt, dass du merkst, es wird immer konkreter, immer konkreter, immer konkreter. Und unten kommt der fertige Termin raus und alles ist gut. Also was mir auffällt, was wir Adjektive, um das Ganze in meinem Kopf dementsprechend aufzuwerten. Ne? Termin ist erstmal ja neutral, aber am Anfang sagst du den schnellsten Termin. Genau. Das heißt bei mir, boah, klasse, schnell. Schnell ist schon mal cool. Ich habe keine Zeit. Schnell, schnell, schnell. Albert gibt mir schnell. Das ist schon mal gut. Und das Zweite ist, wenn du dann tiefer reingehst und dann sagst, ich habe zwei schöne Termine für Sie. Du hast überhaupt keine Ahnung, ob die für mich schön sind. Aber diese alleine die Formulierung löst in meinem Kopf etwas aus. Und das ist so ein einfaches Wort. Das ist schon mal richtig genial. Ja. Hast du, klar, Friseur, da sagen jetzt viele, naja, klar, ihr habt's ja einfach, ihr könnt jetzt problemlos da eine Farbe oder Kopfmassage dazu verkaufen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich der Dachdecker, der Schreiner, der Fliesenleger bin? Hast du irgendeine Idee, irgendeinen Tipp, dass man das Ganze ein bisschen verbindlicher machen kann, schon beim ersten Termin?
irgendwie was zusätzlich mit anbieten? Was gibt's da für Möglichkeiten, für Ideen? Wenn ich jetzt nicht direkt, ich sage jetzt mal, das Dach verkaufe oder die Ziegel oder was auch immer. Du hast ja immer noch die Möglichkeit, ein neues Dach zu verkaufen oder eine Dachreinigung oder was der Geier was. Was für mich immer wichtig ist, wenn es um Besprechungstermine geht, eine gewisse Verbindlichkeit reinzubringen, um den Kunden eine Aufgabe zu geben. Bereite doch für unsere Besprechung was vor, dann tun wir uns leichter. Bereite einen Plan vor, bereite irgendeine andere Rechnung vor dem Handwerker vor, bereite Versicherungspolice vor, weiß der Geier was. Dann muss der was raussuchen. Und wenn der sich eine Arbeit macht, was raussucht, das ist ja ein eindeutiges Kaufsignal. Ich mache mir noch nicht eine Arbeit, suche eine halbe Stunde Unterlagen zusammen und lass dich nur kommen, um mit dir übers Wetter zu reden. Dann ist ja für mich der Auftrag schon irgendwo im Hinterkopf als Kunde. Mhm. Ja? Und darum immer die Verbindlichkeit reinbringen zu unserem Termin, dass der optimal für uns beide läuft. Machen Sie doch bitte eins, suchen Sie 1, 2, 3, 4 heraus und dann kann ich Ihnen ganz konkret das Angebot machen, den Preis sagen, den Termin sagen, wie auch immer. Okay, sehr cool. Also auch für das, für euch, wenn ihr sagt, das passt für mich besser, finde ich auch einen sehr guten Tipp. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter, auch jetzt wieder für alle die in der Regel Ortstermine machen, dann ein Angebot erstellen und dann den Auftrag bekommen. Und wir machen es auch wieder mit dem Beispiel Telefon. Also ich habe jetzt das Angebot gemacht, der Kunde will es annehmen, er ruft an und sagt, ich würde ja ganz gerne, aber, also das ist so die typische Frage, geht da noch was? Und jetzt auch an dich die Frage, wie würdest du als Telefonexperte sagen, wie soll ich jetzt am besten reagieren? Also wahrscheinlich hat der Handwerker sich ja Gedanken gemacht, was geht. Die schlechteste Variante ist immer Preisnachlass. Die beste Variante ist, irgendeine Zugabe zu machen. Die optimalste Variante ist, die Zugabe mit einem anderen Gewerk zu kombinieren. Und du kannst jetzt natürlich überlegen, wie bist du mit dem Kunden in Kontakt? Wie kannst du, wenn du selber der flapsige Typ bist und der sagt, können wir da am Preis was machen? Dann ist die Antwort, ich kann die Nullen ausmalen. Natürlich immer lustig, aber bringt dir nicht wirklich weiter. Ja. Und wenn du dann sagst, an was haben Sie denn gedacht? Für mich auch die schlechteste Variante. Irgendwas solltest du im Hinterkopf haben oder einfach fragen, was ist Ihnen wichtig, die Qualität oder nur der Preis? Ne, wenn ich mit dem Preis runtergehe, was ziehen wir bei der Qualität ab? Und dann wird der Kunde relativ schnell sagen, nee, Qualität muss bleiben. Ne? Also das ist das so die erste Frage, dass ich sage, okay, Sie möchten einen günstigeren Preis, gibt's was wir im Angebot streichen können? Auf was Sie verzichten können? Auf was können Sie verzichten? Genau. Auf okay. Was können Sie verzichten? Ja. Und dann gehst du weiter, wenn er dann sagt, nee, also ich möchte schon so, wie es da ist, dass du dann, ich sage jetzt mal, eine Dreingabe machst, von der der Kunde dann auch wieder sieht, okay, das ist ein großer Preis, aber in der Regel sieht der Kunde ja den Bruttoverkaufspreis dann und dein Einstandspreis, der ist wesentlich geringer. Also der Kunde sieht einen höheren Preis, den du ihm nachlässt, als es dich eigentlich kostet. Das wäre dann die... Ganz genau. Genau. Ja. Irgendeine Dreingabe. Ja. Irgendeine Dreingabe, irgendwas, was du drauflegst, was du sagst, okay, ich brauche den Preis, aber ich denke nochmal nach und ich lege Ihnen das hier oben drauf. Dann haben Sie 1, 2, 3, 4 Vorteile und ja, was halt der Kunde dann davon hat, ne? Würdest du empfehlen, sowas schon grundsätzlich im Hinterkopf zu haben bei jedem Angebot, dass wenn dieser Fall dann eintritt, der ja nicht selten ist, ne, die meisten probieren es halt einfach mal, dass man dann einfach was sagen kann oder was in petto hat in irgendeiner Form? Die schlimmste Variante ist ja, wenn du nichts sagst, ne, wenn du überrascht bist, ne, dann hat der Kunde immer recht, ne? Ja. Also musst du immer vorbereitet sein. Du musst wissen, ist das mein letzter Preis? Kann ich oder kann ich nicht? Will ich nicht? Und was lege ich drauf, um den Kunden happy zu machen? Na? Okay. Gut. Ich habe da mal so ein schönes Erlebnis gehabt bei einem Haarfarbenlieferanten. Bei dem habe ich wenig gemacht. Und es war halt dann doch einmal irgendein Auftrag, der war um die 1.000 Euro. Es war nicht viel, um die 1.000 Euro, aber für das, was ich sonst gekauft habe, extrem viel. Und überm Rausgehen sagt er zu mir,
ach übrigens, da kriegen Sie heute noch einen Koffer oder irgendwas, kriegen Sie heute noch einen Koffer dazu. Ich habe ja gar nicht, also für mich war klar, diese 1.000 Euro, und beim Rausgehen legt er das oben drauf. Denke mal, das hätte er jetzt nicht machen müssen. Der hätte sich das ersparen können für den nächsten Kunden. Also du musst immer was im Petto haben, wenn es nicht abgefragt wird, okay, dann hast du einen Preis durchgesetzt. Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, geht da noch was? Und wenn er dann gesagt hätte, habe ich heute noch ein spezielles, was Spezielles für Sie, einen Koffer oben drauf, dann hätte ich gesagt, hey, wunderbar, ich habe den was aus den Rippen geleiert. Ne? Ohne, dass ich jetzt nachgefragt habe, fand ich auch ein wenig blöd. Ja. Ne? Also du musst immer vorbereitet sein, das soll die Botschaft sein. Also was mir da jetzt so spontan einfällt, ist, meine, es ist ja sowieso sinnvoll, gewisse Alternativen im Angebot zu haben. Und wenn man dann schon einen Ortstermin macht, gerade jetzt bei größeren Umbauten am Haus und so weiter, ist ja in der Regel auch so, dass ja das Ehepaar in kompletter Stärke anwesend ist, also Mann und Frau. Und dass man da aufs Gespräch achtet, dass man dann sagt, okay, jetzt hat man eine Standardversion angeboten, dass man dann bei der Preisfrage sagen kann, wissen Sie, Herr Kunde XY, ich weiß es noch aus dem Gespräch, Ihre Frau hat auch nachgefragt nach diesem und jenem, das wollte sie doch so gerne, das gebe ich Ihnen dann oben mit drauf, wenn es denn sein muss. Also ich würde immer erstmal versuchen, zum normalen Preis irgendwie durchzukommen, aber wenn es denn sein muss, weil dann hast du nämlich immer, du siehst, der Kunde sieht brutto und du gibst ihm aber im Endeffekt eigentlich nur den Einstandspreis, wenn es jetzt irgendein Produkt ist, ne, was weiß ich, eine bessere Dämmung oder sonst irgendwas, und das ist in der Regel viel, viel weniger, als brutto bei dem Kunden dann im Kopf erscheint. Genau. Okay. Genau. Gut, also ich glaube, das war eine ganze Menge spannende Tipps zum Telefonieren. Da kann man aber noch eine ganze Menge mehr natürlich machen. Nicht in einem Podcast, aber wenn ihr euch mit Albert etwas genauer beschäftigt, weil du hast dazu auch einen Online-Kurs, wo man sich diese ganzen Techniken dementsprechend näher anschauen kann. Erzähl uns ganz kurz was drüber. Ganz genau. Ich habe am 21. April habe ich diesen Online-Kurs gelauncht, und es geht um einkommende Terminanfragen, es geht um den Terminverkauf, es geht ums Upsell, es geht ums Cross-Sell, es geht um das allgemeine Verhalten am Telefon. Für jeden, der sagt, ich sehe meinen Kunden ich sehe in meinem Kunden etwas mehr als nur ein Geldgeber. Ich möchte mich mit dem Kunden näher befassen und ich möchte dem Kunden mehr geben über mein Telefonat. Für den ist der Kurs geeignet. Für mich so ein ideales Medium zum Thema Ausbildung. Wenn du jemand ans Telefon lässt, sollte er gewisse Grundbegriffe haben. Und ich mache ja immer Testanrufe vor meinen Seminaren. Und ich habe jetzt kürzlich wieder so kriminelle Sachen erlebt, wo dann eine sagt, wann möchten Sie? Und wir sagen, am nächsten Freitag. Und sie sagt, na, am nächsten Freitag. Na, halten Sie mal, da gibt's ja gar nichts. Und da denke ich mir, was hat das Mädel Information von ihrem Chef bekommen? Was ist uns wichtig, wenn wir ans Telefon gehen? Welche Botschaft wollen wir senden, wenn der Kunde bei uns anruft? Wollen wir dem Kunden das Signal geben, du nervst? Oder wollen wir dem Kunden das Signal geben, schön, dass du dich bei uns meldest? Schon allein das Thema Meldung. Da ist mein Online-Kurs für jede Branche geeignet. Das haben wir jetzt im Endeffekt gar nicht besprochen. Wir sind gleich in die Spezialitäten schon fast eingestiegen, aber man soll es nicht glauben. Also da gibt's auch noch bei der Meldung ganze Menge, die dann, was weiß ich, die melden sich dann mit Müller. Und dann, dann weißt du nicht, bist du jetzt bei der Firma Müller, hast du einen von den anderen 100.000 Müllers erwischt, die es da draußen noch so gibt. Also das ist wirklich auch etwas, wo man sich noch Gedanken machen kann und müsste. Ja. Ist jetzt ein bisschen antizyklisch, aber ich frag dich jetzt einfach noch danach. Gibt es da noch einen Tipp dazu? Sollen alle das Gleiche sagen? Soll es jeder in seinen eigenen Worten formulieren? Was gibst du da raus bei der Begrüßungsformel? Also bei der Begrüßungsformel, du musst dir überlegen, was ist das Wichtigste bei der Begrüßung? Und das Wichtigste ist der Firmenname. Und der Firmenname soll im Mittelpunkt stehen. Ich habe das so für mich so ein Schlüsselerlebnis, und zwar ist das 25 Jahre her. Ich hatte meine Mutter am Telefon, und du weißt ja, der Mittelfranke freut sich mehr so nach innen. Und die Frau Bachmann Senior, die war so eine Spezies des Mittelfranken. Und wenn die sich gemeldet hat, dann hat die immer gesagt, Friseur Bachmann, grüß Gott. Und dann war die aber in Ekstase, dann war die gut drauf.
Und irgendwann sagt meine Tochter, die war damals 6, die Lisa, dann sagt die, die Oma sagt immer, Sir Bachmann, grüß Gott. Sag ich, Schatzi, die Oma sagt, Friseur Bachmann. Dann sagt sie, nein, die Oma sagt Sir. Und dann habe ich das mal so analysiert, wann fängt die zum Sprechen an, wie hält die ihren Hörer und. Und habe dann gemerkt, die ganze technische Geschichte, du nimmst den ersten Impuls, nimmst du nicht wahr. Und mir war aber wichtig, dass der Friseur Bachmann im Mittelpunkt stand. Und ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, dreh das Ganze doch mal. Sag zuerst, grüß Gott und dann Friseur Bachmann. Und meine Mutter war 75, das war nicht ganz so einfach, aber wir haben es dann hinbekommen. Und als ich dann nach 2 Wochen zu ihr gesagt habe, wie ist es denn, was war es denn die letzten 14 Tage? Und dann sagt sie, du, mich hat gar keiner mehr gefragt, wo er gelandet ist. Weil der Firmenname Friseur Bachmann im Mittelpunkt stand. Und wir, oder ich schulde die Meldung so, als erstes den Gruß, ob du sagst herzlich willkommen, ob du sagst guten Morgen, ob du sagst grüß Gott oder hallo, das ist doch egal, je nachdem, was du senden willst. Ne? Der Gruß, dann der Firmenname, zwischen dem Firmenname und dem eigenen Namen eine kleine Trennung, ich bin. Und dann, wenn du den Kunden zum Sprechen auffordern willst, ja, was kann ich für sie tun oder schön, dass sie bei uns anrufen. Wir sagen, herzlich willkommen bei Intercoffer Bachmann. Ich bin Albert Bachmann. Schön, dass Sie bei uns anrufen. Weil ich mich wirklich freue, dass du anrufst. Und weil ich ja weiß, du machst Umsatz. Das ist die zweite Freude. Ja. Natürlich ist die Meldung lang, aber der Firmenname steht im Mittelpunkt. Und das ist das Wichtige. Also, ganz wichtig nochmal, das haben wir jetzt sehr antizyklisch, ja. Wir haben die Begrüßung am Telefon ganz hinten ans Interview gestellt. ganz wichtig auch nochmal, man fühlt sich gleich anders und gleich wohler, wenn man alles verstanden hat, wenn der andere freundlich ist. Und wenn das ganz am Anfang funktioniert, dann brauchst du dich am Ende vielleicht auch nicht großartig drüber ärgern, dass irgendeiner fragt, ob es nochmal 2% weniger geht, weil das ist dann vielleicht alles überhaupt kein Thema. So, also den Online-Kurs von Albert, den packe ich euch in die Shownotes rein. Wir haben jetzt hier im Interview schon eine ganze Menge Tipps rausgehauen. Und wenn du da tiefer gehen willst, dann guck in die Shownotes, da findest du den Link. So, dann kommen wir Richtung Ende und meine letzte Frage geht immer in Richtung Lesen und zwar nach einem Buchtipp. Und du hast einen sehr schönen dabei. Ja, weil ich hab 2 Buchtipps. Erstmal mein eigenes, das im September erscheint. Der gute Ton am Telefon wird im September im Goldig Verlag erscheinen. Das lege ich natürlich jeden ans Herz, der sich für den guten Ton am Telefon interessiert. Das ist das Erste. Und das Zweite, ein Buch, das mich wirklich die letzten Wochen sehr, sehr beschäftigt hat. Und das ist das Buch Miracle Morning, geschrieben vom Hal Erold, ein Ami. Und der erzählt über die erste Stunde des Tages. Und die Botschaft ist, starte mit einem Ritual. Starte mit einer Meditation. Lies in der Früh was. Geh in positive Affirmationen. Visualisiere deine Ziele, schreib dein Tagebuch und mach ein bisschen Sport. Und ich habe jetzt seit 4 Wochen, mache ich diese Stunde jeden Morgen, ich stehe eine halbe Stunde früher auf und mache jedes Ding 10 Minuten und mir geht sowas von gut, mein Tag startet einfach anders und das Buch mag ich wirklich jedem ans Herz legen. Miracle Morning vom Hal Erold. Sehr schön. Brauchst du dir nicht merken, ich packe es in die Shownotes rein, auch das wirst du da alles finden und dann hoffe ich, dass du jetzt zum Schluss noch ein bisschen Futter und Stoff übrig hast, um einen kleinen Appell an unsere Workerscast-Zuhörer zu richten zum Thema Telefonieren, was sollten wir noch alles tun? Tja, also sei bewusst am Telefon und für mich ist das Wichtigste, dass wir lächeln, es möchte niemand eine Arschlochstimme am Telefon hören. Wenn du irgendwo anrufst, möchtest du immer nette Menschen hören. Und mein Tipp, häng dir neben dein Telefon einen Spiegel, dass du dich selber siehst, dass du siehst, mit welchem Gesicht du den Hörer abnimmst. Und du musst es mal testen. Wenn du wirklich so eine fiese Visage ziehst und in den Spiegel schaust, spätestens nach einer Sekunde musst du grinsen. Denn ich gehe davon aus, dass du der Mensch bist, den du am liebsten magst. Und dann lächelst du dich an. Und wenn du lächelst, dann klingt deine Stimme anders. Also der wichtigste Tipp, häng da einen Spiegel ans Telefon, schau rein, atme
Und dann hast du genügend Luft, um effektiv zu sprechen. Dann klingt deine Stimme schön und dann eine vernünftige Meldung. Und dann gibt dein Kunden immer zu verstehen, ich freue mich, dass du anrufst. Das ist das A und O. Und wenn der Kunde merkt, du telefonierst gern mit ihm, dann ist die Welt in Ordnung. Und dann schaut die Auftragslage auch gut aus. Und zum Dienst an, ruf mal bei der Stadtverwaltung an, ruf in einem guten Hotel, bei einem guten Friseur an, ruf in deiner eigenen Firma an. Und ruf mal einen Freund an, wo du die Nummer am Handy gespeichert hast, und schau mal, wie der sich meldet. Ob der sagt, hallo Jörg, oder ob der sagt, ja. Wann erkennst du die Botschaften, die jeder sendet? Ja. Ja, man kann bei vielen an der Stimme schon herauslesen, du störst. Ganz genau. Ja, ganz genau. Du musst gar nicht fragen, du kannst gleich wieder auflegen. Du weißt sofort, du störst. Okay, sehr schön. Gut, also ich hoffe, ihr habt gesehen, und das war mir so wichtig, wir sprechen so häufig über, keine Ahnung, was alles für digitale Tools und Möglichkeiten, aber dieses Telefon ist immer noch sehr, sehr wichtig im Business, und da haben wir alle was, woran wir arbeiten können. Und wenn du weitere Hilfe brauchst, dann wende dich gerne an Albert. Ich sag dir jetzt erstmal danke für deine Zeit, danke fürs Interview. Ich sag danke, lieber Jörg. War schön, hat mir gut gefallen. Sehr gerne. Mit zwei gut gelaunten Franken wünsche ich euch da draußen jetzt einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder beim Workers Cast. Bis dahin. Ciao, euer Jörg. Hey, hier ist nochmal Jörg. Und? Hat's dir gefallen? Dann lass mir doch bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da, und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann gib mir dein persönliches Feedback, damit ich diesen Podcast immer weiter verbessern kann. Danke schon mal. Ciao, ciao, dein Jörg.